Dieses Beispiel schauen wir uns nochmal an einem Schema an. Der Hamster steht also hier. Innerhalb der Main-Prozedur erfolgt der Aufruf von, das ist jetzt hier mal abgekürzt geschrieben, hin und zurück R. Und hier sehen wir jetzt die Funktionsinkarnationen. Hin und zurück R wird aufgerufen. In der ersten Funktionsinkarnation wird überprüft vorn frei, das ist true, also hüpft der Hamster nach vorne und ruft hin und zurück R auf. Die zweite Funktionsinkarnation. Da ist immer noch vorn frei true. Es wird vorausgeführt, es wird hin und zurück R aufgerufen, die dritte Funktionsinkarnation. Jetzt ist vorn frei false, der Hamster ruft also kehrt auf. Dann wird zurückgekehrt an die Stelle, wo diese hin und zurück R-Prozedur aufgerufen wurde und es muss dann noch der Vorbefehl ausgeführt werden. Damit ist auch diese Inkarnation abgearbeitet. Und man springt zurück in die erste Funktionsinkarnation. Dort muss auch noch vor ausgeführt werden. Ja, und danach ist dann diese Inkarnation abgearbeitet und letztendlich der erste Aufruf von hin und zurück R innerhalb der Main-Prozedur. Das heißt, die Befehlsfolge ist vor, kehrt, vor. Das ist ja das, was den Hamster letztendlich wieder an die Ausgangsposition zurückbringt.